Mitte Juni wird in vielen Ländern Midsommer gefeiert. In dieser Zeit finden die längsten und schönsten Tage des Jahres statt. Ja, und so lud heuer die junge Wirtschaft Christkirchen erstmals zum Midsommerfest in den Mostheurigen am Hochfeld. Ja, wir in unserem Team haben es überlegt, wir sind jetzt neu zusammengewürfelt, machen mit der Veranstaltung auch was Neues. Dann war die Idee, naja, machen wir es vielleicht ein bisschen früher, weil Juli haben die schon viel wieder in Urlaub und so. Dann haben wir gesagt, naja, machen wir einen neuen Namen auch vielleicht, wenn wir schon alles neu machen. Und im Juni, ganz klar, Midsommerfest, so ist auch der Name entstanden. Es sind nette Menschen da, mit denen man eben netzwerken sollte. Das ist ja der Grundgedanke der jungen Wirtschaft, gemeinsam Ideen entwickeln, gemeinsam Ideen zu teilen. Und das kann man da perfekt. Das ist ein gemütlicher Rahmen, es gibt gutes Essen da. Was will man mehr? Gemütlichen Abend, mehr soll es nicht sein. Unter dem Motto, neue Leute kennenlernen und Altbekannte wieder treffen, hat sich die junge Wirtschaft Christkirchen dieses Mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In meinem Team sind irrsinnig kluge Köpfe und da hat einer davor die Idee gehabt, ja, besorgen wir uns Buttons, verschiedene. Die Leute müssen dann die mit demselben Motiv müssen sie finden, kriegen dann an der Bar gemeinsam Getränk. Und so kommt man dann natürlich auch leicht ins Gespräch. Damit wollten wir erreichen, dass einfach das Netzwerk nur mehr verspannt wird und einfach ungezwungener ist. Also ein richtig ungezwungener, lässiger Abend mit der Jungwirtschaft Christkirchen. Haben Sie Ihren Partner schon gefunden? Ja, ich habe ihn schon gesehen. Also ich weiß nicht, ob er mich schon gefunden hat, aber ich freue mich schon drauf aufs Netzwerken, auf gemeinsamen Trink, also wenn wir uns jetzt dann kennenlernen. Man sieht also ein junges, dynamisches, ideenreiches Team, die junge Wirtschaft Christkirchen, die man natürlich gerne unterstützt. Es macht den Leuten sehr viel Spaß, ist für uns sehr wichtig, wie der Laurent schon gesagt hat, die Jungen sollten uns ein bisschen Gas geben und ich finde, es ist ganz wichtig, dass diese Organisation unterstützt wird. Man tauscht gegenseitig die Kontakte aus, man kann sich Geschäfte, sage ich mal, zuschanzen und natürlich, sage ich mal, so Events, da entstehen dann auch Freundschaften und das ist ganz klasse. Mit Buttons an der Brust, Blumenkränze im Haar und lässiger Musik im Ohr wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. Wer heuer nicht dabei war, der sollte sich jetzt schon den Midsommer dick im Kalender markieren. Und nächstes Jahr gut drauf sein, dabei sein.